Willkommen zu unserem neuen Video. Bei uns geht's heute zum Speichersee Zillergründel im Zillertal. Bei Meierhofen fährt man hoch. Das ist so eine sehr kleine, schmale Straße. Kostet 8 Euro Maut. Und dann muss man noch 1,5 Stunden oder 4 Kilometer, also steht so angeschrieben, zu Fuß gehen. Und da machen wir uns jetzt gerade mal auf den Weg. Bis hier kann man Auto fahren und dann ist da diese Schranke. Wahlweise könnte man auch mit dem Bus fahren, aber ich weiß nicht, wann und wo, haben wir uns auch nicht schlau gemacht. Wir wollen schließlich zu Fuß raufgehen. Naja, zumindest ich will zu Fuß raufgehen. Ich weiß nicht, ich bin gerade nicht so begeistert. Oder? Doch, ganz viel begeistert. Da vorne oben in der Mitte seht ihr die Wand vom Speichersee. Da werden wir jetzt noch näher hinkommen. Aber sieht von hier aus auch schon ganz imposant aus. Und ansonsten nochmal ein kleiner Panoramaschwenk. Das hier sieht für mich aus wie der Hohe Riffler, ist jetzt aber nur geraten, also bitte nagel ich mich nicht fest. Und von da hinten kommen wir her. 16 Kilometer ging es da jetzt von Meierhofen aus den Berg rauf, circa 1000 Höhenmeter. Eigentlich was zum Radfahren. Und hier ist das Alpengasthaus Bärenbad. Sieht aber ziemlich geschlossen aus, also auch nicht so, wie man es gleich mal öffnen würde. Noch ein paar weitere Fakten am Rande. Die Wanderung vom Alpengasthof Bärenbad aus, also vom Parkplatz aus, bis zum Speichersee hat genau 400 Höhenmeter. Der Speichersee wurde bis 1986, circa 7 Jahre lang, gebaut und hat eine Gesamthöhe von 186 Meter. Dementsprechend ist auch die Wassertiefe an der tiefsten Stelle 186 Meter, zumindest laut Internetangaben. Und er ist somit der zweitgrößte in Österreich. Die Spannbreite der Mauer beträgt 7 Meter. Ihr seht es, wir nähern uns schön langsam schon. Die Staumauer wird größer und größer. Und hier der Weg ist sehr, sehr schön. Aber für den Kinderwagen war er nicht geeignet. Deswegen müssen wir den Kleinen auf der Schulter tragen. Weil wir natürlich die tolle Kraxe nicht dabei haben. Das wäre ja viel zu einfach. Von da sind wir hergekommen. Und ich denke mal, die Hälfte werden wir jetzt ungefähr zurückgelegt haben. Und auf einmal, nach diesem Wanderweg, kommt man wieder zurück auf die Straße. Und wenn man nur auf der Straße geht, macht es deutlich weniger Spaß. Aber dann wäre dieser Weg auch kinderwagentauglich. Genau. So, dann geht man da ein paar Meter auf der Teerstraße. Jetzt wissen wir übrigens, wann der Bus fährt. Und zwar Ende Mai bis Anfang Oktober. Und hier kann man dann wieder auf den Wanderweg abzweigen. Oder man bleibt eben auf der Straße. Offiziell darf man auf der Straße übrigens Rad fahren, aber Fuß gehen nicht. Aber gut, ich meine, vermutlich interessiert es keine Menschenseele. So, jetzt sind wir direkt an der Staumauer. Hier ist die Pumpstation. Und da seht ihr jetzt mal, wo wir noch hochwuseln wollen und müssen. Wir wollen euch ja schließlich den See zeigen. Haben wir noch ein bisschen was vor uns. Stausee, Zillergründel, wie gesagt. Auf jeden Fall eindrucksvoll, hier unten an der Mauer zu sein. Unser Kleiner hat den Träger gewechselt. Sklave Nummer 2 darf auch mal ran. Hier. Kleiner Pascha. Wir haben es geschafft. Wir sind oben. Gleich schwenke ich euch die Kamera. Aber wir müssen es ja noch ein bisschen spannend machen. Sieht schon geil aus und wir werden auch gleich noch die Drohne steigen lassen. So, da seht ihr jetzt die Staumauer. Und wir werden jetzt auch gleich drauf gehen und uns eben den See anschauen. Und hier ist der Adlerblick. Das Restaurant. Sehr, sehr eindrucksvoll alles. So, die Spannung steigt. Hier sind nochmal ein paar Schildchen. Da sieht man, wie das gebaut worden ist vermutlich. Wie es innen ausschaut, sagen wir es so. Talsperrensicherheit. Kraftwerk Häusling. Hier noch eine Wanderkarte. Und dann geht es jetzt aber endgültig vor zum
zur Staumauer. Boah, krass, krass, krass. Also runterkugeln sollte man hier nicht, aber gut. Das ist eh logisch. Oh, er ist gar nicht ganz voll. Eigentlich ist er ziemlich leer. Schade. Hey, im Moment sind die ganzen Seen relativ leer. Der Aachensee ja auch. Also keine Ahnung, warum die im Moment alle so leer sind. Aber auf jeden Fall sind wir da. Und es ist nichts los. Sau geil, so gesehen. Von da oben, vom Gasthaus aus, was jetzt hier geschlossen hat, hätte man sicher auch eine mega Aussicht. Da seht ihr jetzt nochmal die komplette Staumauer. Unser Kleiner ist ein bisschen beleidigt, weil er nicht ganz vorne ran darf. Aber das traue ich mich einfach nicht. Und da hinten unten haben wir geparkt. Da. Dann gibt es hier eben noch einige andere Wandermöglichkeiten, wie zum Beispiel zur Kapelle St. Valentin. Von hier aus noch 1,5 Stunden. Und dann wäre man auf 2200 Höhenmeter. Also echt schon richtig ordentlich. Von dem her gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten. Ich war hier noch nie, muss ich gestehen. Aber gut, Bildungslücken sind ja dafür da, um geschlossen zu werden. Auf jeden Fall ein Ausflug wert. Aber ein bisschen schade, dass eben so wenig Wasser drin ist, gerade eben. Was sagt ihr zu der Sache? Geniale Aussicht. Tolles Wetter. Es hat sich absolut gelohnt, heute hierher zu kommen. Ja, und ansonsten genieße ich jetzt gerade einfach nur die Aussicht. Und die Wirtschaft dazu. Kein Kaiserschmarrn. Wir kochen nachher im Bus. So, jetzt gehen wir noch gerade die Stufen vom Gasthaus rauf. Sieht fast aus wie mit der Drohne, ist es aber nicht. Schon erwähnt, sind wir jetzt noch die Treppen bei dem Gasthaus hochgegangen und das sieht auch echt imposant aus. Schaut mal. Hier habt ihr eben die Außenterrasse vom Gasthaus. Schnitzel kostet übrigens knapp 14 Euro, Kaffee 2,80, also eigentlich vollkommen in Ordnung. Und hier sieht man jetzt nochmal die krasse, krasse Staumauer. Wahnsinn, oder? Echt enorm. Die Staumauer ist, wie erwähnt, 186 Meter hoch. Wir sind wieder beim Abstieg. Hier ist noch dieses Steinbockrevier. Das haben wir auch schon beim Hochgehen gesehen. Das sieht ziemlich cool aus. Ich weiß nicht, ob man das mieten kann oder ob das Privatbesitz ist. Keine Ahnung. Also einfach nur privat, ohne dass es vermietet wird. Aber auf jeden Fall ist es so, gemauerte Steine, auf alt gemacht, sieht aber irgendwie doch alles sehr neu aus. Also ich glaube nicht, dass das alt ist, aber auf jeden Fall richtig geil schaut es aus. Wir schauen jetzt mal kurz runter. Wir kommen mit abgezäunt. Also gibt's, ach, da wohnen Steinböcke. Also, das ist ein Steinböck auf Leben. Ah, wie süß. Hier wohnen tatsächlich Steinböcke. Da ist auch ein Foto. Und es riecht auch schon nach Steinbock. Zumindest nach Tier. Und dann wohnen hier vermutlich Steinböcke. In der Hauptsaison. Ja gut, wenn die sich irgendwo niedergelassen haben, sieht man sie wahrscheinlich einfach auch nicht. War krass, wie steil das da ist. Mhm. Oh, da hinten sind sie, da hinten sind sie. Da hinten drin, da sind sie. Man sieht sie wahrscheinlich nicht so richtig gut auf dem Video. Aber so sieht man sie sogar mit Babys. Oder zumindest mit kleineren Steinböcken. Echt süß. Hier ist sogar so eine Hollywood-Schaukel mit Steinbockhorn. Mega Idee. Echt cool. We'll be right back.
Schatzi, hallo. Tada. Nein, schon so müde. Er freut sich jetzt auf Essen. Tada. Oh. Tada. Oh Gott. Hier, Pferdchen, hier, Pferdchen, hopp. So, jetzt haben wir gerade noch Nädelchen gekocht. Also nur so eine 5-Minuten-Terrine diesmal. Bei mir gibt es Schrimpsnudeln. Da beim Kleinen gibt es Kartoffelbrei 5-Minuten-Terrine und da gibt es Entennudeln. Und dann machen wir uns jetzt noch einen Kaffee dazu. Sau cool. Ich zeige euch jetzt noch von außen, wo wir geparkt haben. Und ja, dann schauen wir mal weiter. So, wie gerade schon erwähnt, haben wir eben diesen göttlichen Platz hier erwischt. Aber natürlich übernachten wir nicht. Also wir waren einfach nur beim Stausee. Jetzt gibt es gerade noch ein Essen für den Kleinen. Und dann geht es auch wieder zurück. Denn hier ausdrücklich kein Camping. Aber jetzt eben für den Stopp. Sau gut. Besser hätte es gar nicht sein können. Unser Fahrer wäre aber schon bereit zur Weiterfahrt. Jetzt gibt es aber erstmal Kaffee. Zurück von unserem Ausflug und haben uns jetzt noch einen kleinen Drive-In-Stop gegönnt. Eigentlich wollten wir noch im Park essen, aber zum einen tröpfelt's und zum anderen haben sie unseren Parkplatz heute gesperrt, weil Feiertag. Genau. Von dem her hoffen wir, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns gerne irgendwas in die Kommentare, wir freuen uns sehr. Und ja, Mahlzeit und einen guten erstmal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Sag's und lass den Daumen da oben. Stimmt, und vergesst nicht, unseren Daumen nach oben da zu lassen. Das wäre natürlich Wahnsinn. Sagst du Pfiatti? Pfiatti? Pfiatti. Spitze.